Hi, 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 Dr. Theresa ist mal wieder da. Und zwar, ich mache jetzt natürlich nicht nur mit den belgischen Bieren weiter, wo ich jetzt bekommen habe, sondern wir gehen auch weiter bei den Frenzelbieren. Da habe ich jetzt mal wieder das nächste. Und in diesem Fall geht es da weiter mit Frenzels Pale Ale. Das ist auch sehr cool von der Aufmachung hier. Sieht man so ein U-Boot aus Holz, als Holzfass, als U-Boot, welches weiteren gefolgt wird, von noch mal einem weiteren gefolgt wird selbiges, und daneben schwimmt noch eine Robbe oder robbenähnliches Tier mit. Ganz cool aus, weiß jetzt nicht, was die Bedeutung ist davon, ist ja egal, ist auf jeden Fall das Pale Ale von Frenzels. Und ja, damit machen wir mal weiter. Als nächstes schauen wir uns mal an, machen mal die Banderole weg. Deckel auf. So, gießen wir das mal ein. So, hier sehen wir haben ein unfiltriertes Pale Ale hier. Das ist komplett unfiltriert, sieht man schön. So, schauen wir, was die Nase kann. Oh, in der Nase schön fruchtig. Eine Orange. Und schwingt wieder ein bisschen so wie bei den anderen Frenzel-Ales oder Frenzel-Bieren, was ich bisher hatte. Schwingt zu klein wenig Honig mit, obwohl er echt nur das Honig, Senf-Honig-Bier mit Honig ist, aber das hast du bei denen ein bisschen so durch die Bank weg, so das bisschen Honiggeruch in der Nase. Probieren wir es mal. Ja. Recht hopfig, getreidig. Gar nicht so fruchtig, wie man es bei einem Pale Ale gewohnt ist. Recht trocken, also auf jeden Fall vom Pale Ale. Ist durchaus nicht schlecht, aber ist, na, uns haben die anderen Biere tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Für ein Pale Ale ist es doch ein bisschen dünn im Geschmack und hat nur so eine Hopfenherbe, eher nach Bitterhopfen als nach Aromahopfen, und ja, es ist kein spektakuläres Pale Ale.